Finn Hangstein vom TuS Lübeck steht neben mir 32-32. Ein intensives Spiel. Du hast mit 14 Treffern maßgeblich dazu beigetragen. Erzähl mal, wie war es für euch auf der Platte? Ich meine, für uns oben auf den Rängen und auch für die Zuschauer war es ja sehr packend, sehr intensiv. Wie habt ihr es erlebt? Ja, genau wie du es gesagt hast. Packend, intensiv, hartes Spiel. Ja, ich bin kaputt. Alle sind kaputt, glaube ich, von Dresden und von uns. Jetzt so auf die Schnelle kann ich noch nicht sagen, ob es gerecht ist oder nicht. Aber ich bin schon der Meinung, dass beide Teams super gespielt haben, super gefightet haben und ja, wahrscheinlich in der Nachbetrachtung das Unentschieden dann auch gerechtfertigt ist. Ja, beide Mannschaften haben aus Sicht von meinem Co-Kommentator und mir ein sehr intensives, packendes und hochklassiges Spiel geliefert. Wenig Fehler. Dementsprechend waren wir bei einem gerechten Remis, dem du ja dann quasi mit dem entscheidenden 7 Meter ja, das Ende versetzt hast. Ja, hohe Effektivität sieht man ja, glaube ich, allein an dem Halbzeitstand 17-16 oder so. Super viele Tore und ja, dann ist es halt irgendwie so ein Spiel und ja, der letzte 7 Meter. Ja, kann auch genauso gut nicht drin sein, ne? Also wenn wir mal ehrlich sind. Ist natürlich schön für meine Jungs, dass sie uns noch belohnen konnten mit einem Punkt. Bin aber der Meinung, dass wir, als wir mit 3 in Führung sind, 6 Minuten vor Schluss oder 7 Minuten vor Schluss, auch das Spiel irgendwie ja, nicht zumachen können, aber ganz doll auf unsere Seite kippen können. Das gelingt uns dann nicht. Dann passiert mir ein dummer Fehler in der Überzahl. Dann machen sie es mit dem gegen 7 gegen 6 auch gut, muss man sagen. Ja, der letzte Angriff mit dem Camper fürs Handballauge natürlich ein super schönes Tor, gebe ich offen und ehrlich zu, aber ich glaube, wenn man Iva jetzt mal fragen würde, weiß er auch ganz genau, dass er eine Sekunde im Kreis stand und das Tor wirft. Wie gesagt, kein Vorwand die Schiedsrichter, aber ja, geiles Tor, Iva, chapeau. Sehr schön, dass du das so siehst. Schauen wir noch kurz voraus, für euch geht es dann am Freitagabend weiter, dann kommt Potsdam zu euch in die Halle. Schauen wir kurz voraus, was wird das für ein Spiel, ist ja wieder ein Spitzenspiel für euch. Ja, was soll ich sagen? Spitzenspiele oder gegen gute Teams können wir eigentlich, hat uns die Vergangenheit gezeigt. Wir hoffen auf eine volle Hütte. Wir wollen die weiterhin oben ärgern, auch wenn es jetzt natürlich super schwer ist, das wissen wir. Aber wollen da nichts herschenken. Und deswegen werden wir auch da wieder jetzt, ich glaube, morgen frei machen und dann ab Montag uns auf Potsdam vorbereiten. Dafür viel Erfolg. Finn, kommt gut heim. Danke fürs Kommen. Und von Dresdner Seite, ja, da wird Finn Hangstein nochmal abgefeiert von den mitgereisten Fans. Und